Heben. Super, gut. gut, wunderbar. So, und jetzt gehen wir dabei noch ein paar Schritte, ruhig. Ja, gut. Ist Ja. schon schwieriger. Geht doch wunderbar. Gut, und jetzt bei mir. Dranbleiben, da bleiben, da bleiben. Ja, nehmen wir nochmal die Arme mit. Super, wunderbar. Gut. Und vielen Dank. Vielen Dank. Moment, ganz kleinen Moment, bitte. Danke, ja, super. Spüren Sie irgendwas im Körper? Sie fühlen so eine Energie von unten heraufkommen, ja. Aha. Ja, es war, sie sagt, es war interessant, dass nur dieser eine Punkt hat für die Orientierung gezählt. Man hat nichts anderes gefühlt. Jetzt überlegen Sie mal, denken Sie mal, Sie hätten Schulterschmerzen. Was wäre jetzt, hätte passieren können? Ja. Nee, sondern wissen Sie, was passiert? Es ist ja so, wenn Sie Schulterschmerzen haben, dann spüren Sie die ja meistens. Genau, die lassen Sie nämlich los, weil Sie nur noch diesen Punkt spüren. Und über diesen Spannungsbogen hier Entspannung kommen kann, eben Ausgleich der Spannung. Nur weil Schmerzen bedeutet ja, ich halte fest. Ich halte mich zu fest, übermäßig, unnötig fest. Und so kann ich entspannen. Vielen Dank. Habe ich noch mal 5 Minuten? Habe ich noch 5 Minuten? Nein. Schauen wir mal, was ich noch habe. Ja, in balancierten Bewegungen passiert eine ganze Menge. Und eigentlich möchte ich Ihnen gar nicht sagen, was alles passiert, sondern am besten ist es, Sie probieren das aus. Denn über diese Form der Korrektur ist es wirklich ganz, ganz leicht, eben in seine Mitte auch zu kommen, besser zu sich zu kommen, bei sich zu bleiben. Und es gibt eine Menge, Menge Dinge, die ich Ihnen da jetzt noch erzählen könnte, aber ich wollte Sie einfach so ein bisschen aufmerksam machen, was möglich ist. Und das, was Sie vielleicht eben auch gemerkt haben, es macht vor allen Dingen auch Freude, es macht Spaß. Und es gibt inzwischen auch alle möglichen anderen Hilfsmittel. Zum Beispiel haben wir einen Stuhl entwickelt, der den sogenannten Einbeinhocker oder Yehudi Menuhin Balancehocker, der eben dieses punktgenaue Sitzen macht. Nochmal, Balance ist was ganz Genaues. Ein bisschen Balance gibt es nicht. Es ist die Genauigkeit, die das macht. Und es ist auch die Genauigkeit, die die Korrekturen macht. Und das ist aber umgekehrt auch das Spannende dran. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr wissen wollen, ich bin nachher am Naturwissensstand. Ansonsten haben wir vielleicht gerade noch Zeit für eine Frage. Ja, haben wir noch, glaube ich. Ja. Ja. Also es gibt Workshops, es gibt eine Ausbildung zum Novo Balance Therapeuten beziehungsweise zum Lebensenergieberater für Körperbalance. Und wir haben Workshops in Wolfratshausen im Ausbildungszentrum, aber auch, ich habe auch ein paar Therapeuten, die eine in Frankfurt und eine im Rhein-Main-Gebiet Bad Salzuflen, die ab und zu Kurse halten, eben auch Schnupper-Workshops. Und es gibt auch Therapeutenlisten. Wenn Sie uns Bescheid sagen, wo Sie sind, dann kann ich Ihnen den nächsten Therapeuten raussuchen. Also, die Frage war, was kann man bei Schwindel da was machen mit dem Balancetraining? Es gibt ja viele verschiedene Arten von Schwindel. Also das ist sicher, könnte das eine Hilfe sein. Es kommt ein bisschen darauf an, warum. Schauen Sie zum Beispiel jetzt bei dieser Übung, um das jetzt nochmal gerade aufzugreifen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe ausgesprochen auch die Kopfdurchblutung verbessert.
Ne? Schwindel hat ja oft damit zu tun, dass meine Durchblutung im Kopf aus welchen Gründen auch immer nicht optimal ist. Warum ist sie nicht optimal? Weil ich bin hier verspannt, das ist eine Möglichkeit. Natürlich, ich habe vielleicht verkalkte Gefäße. Ich habe generell eine veränderte Durchblutung. In der Balance verbessert sich immer mein gesamtes System. Wie weit man dann kommt, das muss man bei jedem natürlich individuell sehen. Mhm. Noch letzte Frage, dann glaube ich, darf ich übergeben? Nee? Schön. Dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit hier. Und wie gesagt, ich bin nachher am Raum- und Zeitzustand. Vielen Dank fürs Zuhören.